Salve und herzlich willkommen zu einer weiteren historischen Schlacht in Rome 2 Total War. Diesmal nicht Hannibal vor den Toren, es ist die Schlacht von Pydna. Ja, gleich mal was zum Hintergrund. Natürlich wird das ganz wieder auf Legendär gespielt, das ist keine Frage. Ihr könnt auch sehen, ich habe es schon auf Legendär geschafft, zweimal jetzt. Das erste Mal habe ich spontan geschafft, danach muss ich sagen, hatte ich mich echt gequält. Ich hatte auch schon eine Aufnahme vorher versucht. Direkt nach dem ersten Versuch, nachdem es ja so glücklich gelaufen ist. Und dann muss ich jetzt feststellen, da war wohl auch ein bisschen Glück mit dem Spiel. Das habe ich beim zweiten Mal, glaube ich, jetzt relativiert. Weil ich glaube, ich kann mir jetzt schon so in etwa vorstellen, was hier der Knackpunkt ist bei dieser Schlacht. Erstmal ein bisschen was zum historischen Hintergrund, wollte ich ja sagen. Also das ist wirklich wieder sehr interessant. Also wir haben ja hier Makedonien gegen Rom. Und es ist einfach so die klassische Gegenüberstellung einer makedonischen Phalanx und den römischen Legionen, ja. Die Phalanx ist ja auf den ersten Blick ja wieder wirklich undurchdringlich. Aber es wird nochmal richtig interessant, das werden wir auch während der Schlacht über meine Taktik, glaube ich, ganz gut sehen können, ohne mich da jetzt selbst zu loben. Weil, ironischerweise, klappt es wirklich ziemlich gut, wie es historisch geschildert wird, muss ich wirklich sagen. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Das muss ich also wirklich sagen, ob das jetzt Zufall ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, Makedonien, kann man ja schon mal spoilern, hat das leider verloren. Muss es ja auch, wenn wir dann jetzt schließlich als Rom spielen, können wir ja nicht verlieren. Und das war dann quasi das Ende der makedonischen Dynastie, der Antigoniden. Nur mal kurz zum Begriff Antigoniden, finde ich ganz interessant. Da fragt man sich erstmal, was ist denn das jetzt eigentlich? Es gab ja die Diadochen und das sind quasi die Nachfahren der Diadochen. Die Diadochen wiederum waren die Feldherren und deren Söhne von Alexander dem Großen. Ihr wisst ja, der ist ja 323 vor Christus überraschend gestorben. Und diese Herren sollten dann das Reich unter sich aufteilen, Alexanders Reich. Also daher nochmal der Begriff, die Erklärung. So, nur zu den zwei beiden Kontrahenten. Also auf der einen Seite Roms steht Lucius Aemilius Paulus, Makedonicus, wohlgemerkt, nicht ohne das Makedonicus. Das gibt es nämlich auch noch ohne Makedonius, das kennt ihr ja vielleicht auch noch in der Schlacht von Cannae. In Rome 2 Total War leider nicht umgesetzt, aber Lucius Aemilius Paulus hat auch damit gekämpft. Wurde von einem Steinschleudererschlag erschlagen, falls ihr es noch wisst. Wer sich da ein bisschen historisch informiert hat, der weiß das auch. Allerdings ist es in der Schlacht nicht natürlich nachzustellen, wobei es echt keinen Unterschied gemacht hat. Dann hätten da noch einbauen können, aber egal. Das nochmal dazu. Ja, also wie gesagt, nicht damit zu verwechseln. Das ist nämlich, der bei Cannae gekämpft hat, der Vater von dem Herrn, mit dem wir jetzt kämpfen. Also die Verzweigungen sind ohnehin sehr interessant. Es ist ein römischer Konsul, kann man noch sagen. Der Stammbaum ist ganz interessant, weil die Tochter vom Herrn, der in Cannae gekämpft hat, die Gattin von Publius Cornelius Scipio Africanus war. Das ist natürlich wieder sehr brisant, ne? Also wie da die Verzweigungen sind und was das für Hintergründe hat, habe ich jetzt leider nicht rausgefunden, aber das ist ja schon mal nicht interessant. Das ist ja schon mal recht interessant. So, was, ja, sagen wir mal so, wichtige Zahlen und Werte angeht. Also, anfangs ist es immer ganz wichtig zu wissen, denke ich mir mal, womit man sich hier wirklich abgibt und worauf man sich einlässt. Also ich finde es schon mal recht fair geregelt, also die Schlacht ist ja recht ausgewogen, also die Armeen sind gleich stark. Also historisch gesehen waren es 38.000 Mann auf der Seite Roms, großer Teil ist Infanterie, könnt ihr ja sehen, Hastati, Principes, werdet ihr gleich sehen. Rom hat nur 200 Verluste gemacht, ich denke mal, da werde ich schon ein paar mehr machen. Ja, mal sehen, Makedonien, 44.000 Mann. 3000 Männer Elite-Garde-Einheiten mit der Phalanx. Ich vermute mal, dass damit, ich habe es jetzt nicht genau herausgefunden, die Pesheteroi unter anderem gemeint sind. Das sind ja die wirklich Elite-Einheiten, mitunter glaube ich auch die teuersten, die man hier zumindest machen kann. Allerdings will ich mir jetzt keine historische Korrektheit anmaßen, weil ich glaube, Rom hat das hier in dem Spiel, also Rome 2 hat das jetzt nicht genau umgesetzt, glaube ich jetzt nicht so ganz. Und ja, die Verluste waren schon verheerend, also circa die Hälfte, also 25.000, ja, so ein bisschen mehr auch, haben sie verloren, aber es sind natürlich nicht alle gestorben davon, sondern es wurden auch welche gefangen genommen. Das ist ja sowieso nur so ein Schätzwert. Ja, ganz interessant ist das, was danach kommt, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil das werden wir dann sehen und ich möchte euch ja gar nicht so weiter auf die Folter spannen. Wir gehen direkt rein, ich werde das Intro, also das, was hier auf der Karte erklärt wird,
einfach überspringen, so wie das, was kurz nach dem Ladescreen kommt. Ich denke mal, das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht und das werde mir zustimmen, dass es recht nervig ist. Ich meine, okay, sie ist interessant, aber ich meine, das Wichtigste wisst ihr jetzt so ziemlich. Ihr seid gerne herzlich eingeladen, noch irgendwelche Korrekturen oder extra Kommentare zu liefern. Allerdings denke ich mal, dass es so einiges Wichtiges. Ja, ausgerüstet mit dem historischen Hintergrundwissen gehen wir rein. So, wir gucken uns mal die Armee an. Wir haben natürlich wieder den Gen, dreimal Equites, einmal afrikanische Söldnerelefanten, die waren auch mit dabei. Das war eben der kleine Teil noch, abgesehen von der Infanterie sowie die Kavallerie. So, Triarii, also kein Problem. Principes, Hastati und Velides. Hier haben wir bei den Makedonen wirklich viel. Wir haben eine Teilenreiterei, wir haben Sarissa-Kavallerie, wir haben thessalische Kavallerie, wir haben agrianische Axtkämpfer, glaube ich, Plänkler, Herbandpikiniere, Leinenpanzerpikiniere, Hopliten, Persetadoi, also sehr viel und muss sagen, sehr nervig. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ich habe mir eine Position überlegt, die jetzt quasi von Erfolg gekrönt war. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich den Schwachpunkt hier der makedonischen Armee in dieser Hinsicht gefunden. Es ist vom Prinzip her so ähnlich fast wie Kanae und Sama. So, hier sind wir im Gefechtsstarten-Bildschirm. Alles weitere werdet ihr dann später erfahren. Wir müssen uns gleich zu Beginn eine wichtige Position sichern. Zieht die Schwerter, Männer! Wir müssen diese Hügel für Rom sichern! Eine wichtige Position hier auf diesem Hügelkamm. Ja, also es ist etwas, was ich eigentlich ja mehr oder weniger durch Zufall entdeckt habe. So. Es ist eine Taktik, denke ich mal, die ihr werdet wieder sehr als ja, feige betrachten könntet. Aber mal ganz ehrlich, lokal die Übermacht zu gewinnen gegen diese Hammerarmee, die da hinten kommt, ist wahnsinnig kompliziert. Also das erste Mal, wie gesagt, habe ich es geschafft. Ich vermute aber auch, dass da Glück dabei war, weil man muss halt mit den Kavallerieanstürmen hier rechnen. Hier kommt einer, da hinten kommt gleich noch einer. Das ist eigentlich die Quintessenz, die einem das hier ziemlich erschwert. Wir gehen mal auf schnellen Vorlauf, weil wir wollen nicht so viel Zeit hier vergeuden. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht die Einheiten da lang gehen. Schick die mal weiter rechts. Es ist ziemlich, wie soll ich sagen? Ja, mir fehlt das Wort jetzt irgendwie dafür. Es ist ziemlich unehrenhaft, okay, sagen wir von mir aus unehrenhaft. Aber es ist, ich muss echt sagen, ich fühle mich dabei auch kein bisschen schlecht, weil ich finde es echt übertrieben, weil die KI ist in dieser Schlacht in der Lage, ihre Phalanx so gut, also was heißt so gut, also ich meine, die laufen nicht in einer Linie, ja, also wie sie jetzt hier stehen, sondern die laufen dann links, rechts, oben, unten von mir aus auch noch, da ist man gar nicht in der Lage, so viel, also da musst du jede einzelne Einheit micromanagen und das ist einfach, das ist schlichtweg übertrieben, ich meine, darum geht's eigentlich nicht, finde ich bei mir in Strategie. Also da muss man halt auch mal so einen Weg gehen, ja. Also ich denke mal, damals wäre das vielleicht nicht anders gewesen. Also wenn man irgendwie territorial irgendwie sich eine gute Stellung schaffen kann, dann sollte man es auch machen. Und das tue ich jetzt auch. Ja, und hier hinten die Pikiniers-Einheiten, Peltasten und so weiter, die können erst einmal auf uns warten. Wir wollen erstmal, dass alle hier oben ankommen, sicher. So, sobald das passiert ist, müssen wir hier vorne hin. Okay, jetzt formieren wir uns neu. Jetzt sind auch ein paar Einheiten recht stark erschöpft. Ja, besonders die hier, kann man schon mal sehen, sind müde schon. Ja, das kommt ganz darauf an, welchen Weg sie hier zurücklegen. Aber in unserem Fall ist es halt so. Wir schicken die Velites hier. So, machen nochmal eine neue Linie. So. Also viel Fingerspitzengefühl. Ich glaube, das hat auch mal einer von euch bei Kanae geschrieben, ne? Das Wort Fingerspitzengefühl. Trifft es wirklich sehr gut, weil Taktik, ich meine, mehr so ein Pass auf, dass dich keiner entdeckt, ja? Jetzt sind auch nur ein paar Einheiten von uns versteckt. Also ich schätze,
das hängt auch wirklich, da hängt einfach auch ein gewisser Glücksfaktor dabei. Was ich nicht gerade schön finde, aber ist halt so. Besonders die Kaff, die kommt von der einen auf die anderen Sekunde hier. Deswegen, wir müssen echt aufpassen. Ich spule es trotzdem mal vor. Wir müssen echt aufpassen. Ich behalte das im Auge. Ansonsten sind wir verloren. Ihr seht, die Hauptarmee ist jetzt verschwunden. Sehr gut, wir sind noch gecovert. Ja, mal sehen, wie lange das noch währt. Jetzt haben wir ja ein bisschen gutes Gelände hier. Ja, sieht gut aus. Sieht zugegebenermaßen. Und wir müssen vor allem schnell da durchkommen. Wir müssen die Kaff schnell erledigen. Deswegen werden wir... Das müssten wir sie eigentlich gleich sehen. Gleich müssten sie eigentlich in Sicht sein. Ich schicke schon mal meine Elefanten. Die machen nämlich sehr viel Damage dahinter. Ja, nee, doch noch nicht. Ich dachte für einen Moment, das wäre in Sicht. Also hier hinten sind sie irgendwo. Wir müssen sie nur quasi ausspähen lassen. Und sobald wir sie haben, geht's los. Prinzipes nehme ich auch mal mit. Ist ein bisschen mühselig. Ziemlich mühselig sogar. Ein bisschen mehr untertrieben. Die Hastati, Moment, stelle ich mal weiter links. Velites, weiter links. Ja, den nehme ich mit. Und die Kaff brauche ich auch. Ah, wo haben wir sie denn? Hier müssten sie sein. Dort. Jo, wir haben sie. Das ist zumindest eine davon. Die anderen kommen hinterher. General, der Feind schickt seine Kavallerie zu unserer Flanke. Man will uns überwältigen. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen sie schnell überwältigen. Damit wir für den Rest noch genügend Zeit haben. Massenansturm hatte ich aktiviert, jawohl. So, jetzt kommen wir hier rein, gecharged. Unser Charge darf nicht unterbrochen werden, der ist von äußerster Wichtigkeit. Jo. Eigentlich müsste ich glatt noch eine Verstärkung schicken, aber das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Gut, okay, hier ist die thessalische Kaff. Das war fast so ähnlich wie beim letzten Mal auch. So, jetzt gehe ich noch ein Stückchen zurück. Also meine Velites werden sehr viel Damage hier downhill machen quasi, wenn die hier hochkommen. Ihr seht, hier kommen schon Toreros, Speere, Schildträger, Leinenpanzer, Pikiniere. Die kommen nicht alle zusammen. Das ist auch ein riesiger Vorteil, wie ich finde, für einen. Den man einfach braucht. Wir müssen es aber nicht zu hoch kommen lassen. Da lösen wir mal die Gruppierung auf. Ach, okay. Stimmt ja. Die kann die Einhastati ruhig für uns abfangen. Sind wir hier durch? Aber noch nicht mit allen. Da sind noch ein paar. Ja, eine thessalische Kaff. Wir gehen schon mit denen hier zurück. Die Elefanten nehmen wir am besten auch schon mal dort weg. Die werden wir nämlich noch brauchen. So, wir brauchen jetzt den Hauptansturm an für sich jetzt auch wieder von der Armee. Der müsste jetzt mal wieder hier hochkommen, bitteschön, wenn es geht. Ich denke mal schon. Die Ekites nehme ich mit. Die werden wir noch später zum Ablenken brauchen. Kommt, besiegt Perseus. So heißt der Kontrahent. Habe ich noch gar nicht so viel drüber erzählt, glaube ich. Ah, ist blöd, dass die da unten alleine sind. Schicken wir sie näher. Okay, ich muss an zwei Fronten kämpfen. Das ist interessant. Das war letztes Mal ein wenig anders. Aber es geht ja. Triari sollte ich nach vorne schicken. Die sind nämlich stärker als die Principes. Die Elefanten nehme ich auch mit. Den ziehen wir uns wieder zurück. Lassen den Velites noch ein bisschen hier die Arbeit.
Ach, die sind mal wohl los, die eine. Hast da die Schade. Aber das macht nichts. Jawohl, alle auf die Thorios-Speere, das ist gut, die machen einigen Damage. Sehr schön. Gut, die anderen Einheiten sind angekommen. Die müssten sich sowieso noch ein bisschen ausruhen. Okay, die kommen jetzt näher, die könnte ich aber rushen. Probiere ich mal kurz. Ziehen sie wieder zurück. Nee, dann lasse ich's. Der Kaff ist mir heilig. Ebenso wie die Elefanten. Oh, die sollten aber umschützen. Da muss ich auch auf meine Elefanten und meine Kaff aufpassen. Ja, ich muss jetzt nach vorne stürmen. Das ist das Problem. Sonst komme ich da nicht durch. Ich muss die Principes jetzt auch mit hier runternehmen. Muss ich jetzt zum großen Teil halt auch in die Phalanx jagen, weil ich hier rumkommen muss und ich will verhindern, dass die mir zu viel kaputt machen. Ah, das ist echt schwierig, du, das ist echt schwierig, kann ich euch sagen. Vor allen Dingen, die Einheiten müssen jetzt rechtzeitig kommen. Ansonsten habe ich keine Chance. Massenansturm. Ich muss ihn jetzt quasi überrennen. Oh, hier sind auch noch Pikiniers-Einheiten, das ist schlecht. Wieder zurück. Und hier drauf. Ich glaube, hier bin ich schon durchgebrochen, kann das sein? Ich kann es jetzt gerade nicht erkennen. Auf jeden Fall gehen wir schon mal weiter. Push forward, man. Push them back. Die Elefanten nehme ich auch gleich mit. Das ist mein Trumpf. Sieht nicht so verkehrt aus, aber wir müssen schnell sein jetzt. Wir müssen wirklich schnell sein. Kommen nämlich schon die nächsten, das sind zum Glück nur Hopliten. Bringt hier nicht viel, das, aber ich mach's einfach mal. Das sind die Pässe, Tairai. Wanken angeblich schon. Wenn ich glaube ich noch so ein, zwei Charges von hinten reinkrieg, dann dürfte es recht gut sein. Ansonsten wird es schwierig. Oh, da muss ich aufpassen. Elefant muss ich aufpassen. Wankend. Komisch, obwohl es noch gar nicht leuchtet. Okay, hier kommen wir offenbar nicht so leicht durch, wie ich dachte. Na gut, ich hatte die vorher auch jetzt noch nicht wirklich bekämpft. Oh, hier kommen sie runter. Kriegen sie Unterstützung, die muss ich ablenken. PZ-Array dürfte sich aber nicht mehr lange halten. Und nochmal neu. Ja, uphill ist der Charge wirklich mies, aber... Nur so kann ich es schaffen. Schicke ich jetzt da raus. Ich darf nicht zulassen, dass die Hopliten hier die Sicherheitsstellung von mir, sag ich mal, überrennen. Die stehen hier. Ach, wie stehen die denn da?
Da sind sie jetzt durchgebrochen. Bei den Hepesetaroi, so wie es aussieht. Elefanten, Angriff bitte, Massenansturm. Drag and Drop ist mal wieder sehr hilfreich, danke. Los doch! Sieht nicht schlecht aus, jo. Die Hopliten sind ja sehr schlecht. Also ich muss sagen, hier kann ich nicht so gut mit den Elefanten einen Stich bekommen. Oh, hier kommen die Pekinierseinheiten. Eigentlich wäre es besser, wenn die Prinzipes mal mehr nach vorne kommen. So wie die Hastati. Erschüttert, so wie es jetzt gut aus. Okay. Wir haben es geschafft. Hey, ja, seht ihr mal. Und flieht vom Schlachtfeld. Jubelt, Männer. Der Tag gehört uns. Wir haben, glaube ich, auch nur eine Einheit verloren. Hooray, meine Damen und Herren. Das ist der, sag ich mal, recht, denke ich mal, gute Weg. Gucken wir mal. Ja, wir werden jetzt... Oder chasen wir ruhig noch ein paar, komm. Lassen wir uns nicht lumpen hier. So, also noch ein paar interessante Details hatte ich euch ja versprochen. Das will ich auch gerne einhalten. Also diese Anhöhe, ja, das ist der Knackpunkt. Einmal, um die Schlacht hier zu gewinnen. Zum anderen war es auch historisch so, dass eben diese Anhöhe und dieses unebene Gelände im Allgemeinen, also ein bisschen hügelig, ne? Also hier ist ja eben mehr, wenn auch ein bisschen hügelig, wirklich dafür gesorgt hat, dass die einzelnen Phalangiten, also die Reihen, die langen, wirklich scheinbar undurchdringlichen Reihen, locker wurden, Lücken sind entstanden und man konnte da ganz leicht quasi mit den Kohorten, also das hat der Paulus dann veranlasst, dazwischen gehen und die Phalangiten von ihrer ungeschützten Seite, nämlich wie wir wissen, von hinten angreifen. Also da könnt ihr mal sehen, da kommt einiges wertvolles, sag ich mal, strategisches Geschick zusammen. Aber ich bin der Meinung, wie gesagt, dass dann auch irgendwie Glück dazu gehört hat. Also jetzt historisch weiß ich es nicht genau, aber hier auch ein bisschen Glück. Gebe ich gerne zu. Dem schäme ich mich nicht. Allerdings, wie gesagt, anders ist es sehr heftig. Perseus wurde bei der Schlacht nicht getötet, kann man sagen. Der ist geflohen. Ja, angeblich um dem Herakles zu opfern. Wer weiß, ob es stimmt. Ja, und das ist im Prinzip so, dass... ja, noch recht lustig nebenbei. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Also, es wird auch auf Fehler des Kommandeurs, also des Kommandoinhabenden, also in dem Fall Perseus von der makedonischen Armee, als fehlerhaft angesehen, wie er sich verhalten hat. Mit, sag ich mal, seinen Einheiten im Allgemeinen, weil da sind so ein paar Punkte. Die sind hier, glaube ich, besser gelungen. Ich weiß gar nicht, wie historisch so gut waren. Also der Umgang mit der Kaff ist, denke ich mal, hier der wesentliche Knackpunkt, weil man kann ja sehen, wenn ich jetzt hier die, jetzt mal hier im Spiel nur betrachte, die Kaff nicht richtig, ja, wüsste, wo sie ist und so. Ich meine, dann, also da gehört schon sehr viel Glück dazu. Beim ersten Mal, ich gebe zu, ich habe die Schlacht auch vorher schon bei jemandem geschaut, bei vielen eigentlich sogar. Ich glaube, bei Here of Carthage habe ich gesehen. Habe ich es gesehen bei. Moment, lass mich überlegen. Ich glaube, bei. Warrior of Sparta. Das ist auch ein ganz guter Total Warlord, sage ich mal. Habe ich es gesehen. Bei wem habe ich es noch gesehen? Ja, ich glaube, das waren so die beiden. Sind zwar wirklich gute YouTuber, auch meine Empfehlung an der Stelle. Legion hat es leider noch nicht gemacht. Aber das sind wirklich zwei sehr gute. Ja, nochmal so nebenbei ein bisschen Werbung, ha? Ihr wisst schon. Aber da konnte man sich nicht viel Inspirationen holen. Man muss sagen, beide haben es nur auf Hard gespielt. Ich habe es jetzt hier auf Legendär probiert. Und ich habe es aber beim ersten Mal ohne Probleme geschafft. Bin gespannt, wie hoch die Verlustzahlen sind. Und wie das Ergebnis im Endeffekt bewertet wird. Ich tippe auf einen knappen Sieg. Weil das ist das einzig Nachvollziehbare. Weil ich glaube, weil wir haben eine Einheit verloren. Ich weiß gar nicht, war das Hastati? Ich glaube schon, ne? Eine Hastati haben wir verloren. Aber der Run ist nicht schlecht. Der Run ist nicht schlecht. Der ist, glaube ich, sogar besser als mein zweiter. Weiß ich nicht ganz genau. Könnte sein. Ja. Also, ich hoffe mal, ihr könnt da für euch was mitnehmen. Schreibt doch mal eure Erfahrungen mit der Schlacht ruhig hin. In die Kommentare. Ich denke mir einfach, es ist jetzt keine große Kunst, wenn man weiß, wie es geht. Natürlich. Aber man muss erstmal darauf kommen, ja. Also, ich habe eine andere Taktik gesehen. Die ist viel, viel... Also, da hat sich jemand hier aufgestellt mit seiner ganzen Armee. Das ist, finde ich, ziemlich riskant. Und das war, glaube ich, ein teurer Sieg. Also, ich weiß es nicht. Ich sage auch gar nicht, dass das hier das
die goldene Methode ist, um das zu machen, um Gottes Willen. Ich denke mal, es gibt auch welche, die schaffen es vielleicht sogar auf Heroic. Ja, heroischer Sieg, weiß ich. Geht irgendwie bestimmt. Also, es ist auch so eine Sache, ich habe jetzt nicht hundertprozentig durchs Reden auch meine Einheiten gut eingesetzt, wobei man im Prinzip bei Rome 2 dreht sich ja vieles drum, einfach lokal die Übermacht zu gewinnen. Ich weiß nicht genau, ob das in anderen... Also, da sind die Einheiten quasi toe-to-toe, sagt man, glaube ich, im Englischen. Also wirklich, wenn die gegenüberstehen, einfach, die halten dann nicht wirklich gut durch auf deiner Seite. Deswegen bemühe ich mich immer darum, dass ich lokal die Übermacht schaffen kann. Deswegen steht ja noch immer da, ermutigt, weil lokal überlegen. Ne? Aber ich glaube, das sind jetzt alle. Okay, da sind noch 3 akreanische Axtkämpfer. Ich denke, das war recht gut. Vor allem bin ich froh, dass ich es jetzt geschafft habe, weil ich habe gestern den ganzen Abend damit verbracht, diese Schlacht hier endlich auf die Beine zu stellen. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Das ist wirklich schon sehr cool. Die Euphorie ist natürlich nicht mehr so gut da, aber ich finde es schön. Wir haben wieder eine weitere Schlacht geschlagen. Mein Ziel ist es ja ohnehin, mehr historische Schlachten zu bringen. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Tipps, Anregungen oder irgendwas habt, dann wie gesagt immer her damit. Wisst ihr ja. Ja, die da hinten kriege ich jetzt wohl nicht mehr. Was sind die denn jetzt? Nee, die sind weg. Ja, reicht auch. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps... Glorreicher Sieg! Jetzt muss ich sagen, bin ich echt baff. Jetzt bin ich echt baff. Also das hätte ich es nicht vermutet. Ich hätte auf einen entscheidenden Sieg, aber auf keinen glorreichen Sieg getippt. Ja, also ich denke mal, vielleicht kriege ich es aber einige doch noch besser hin. Ne? Ich bin da immer sehr bescheiden. Ja, ihr habt den Sieg errungen, glorreich, heldenhaft und wunderbar. Eure Feinde wurden vernichtend geschlagen. Ja, ich habe meine Verlustrate von 700 unterschritten. Das finde ich cool. Jo, also ihr seht's. Wie gesagt, es ist einfach eine Sache des Durchblicks gefragt. Mehr ist eigentlich unwichtig. Jo, also meine Elefanten haben beim ersten Run über 800 Kills gemacht. Und ich muss euch wirklich sagen, setzt die Elefanten ein. Wie man sehen kann, auf diese Art und Weise werden sie nicht rasend. Sie werden nicht in Panik geraten oder irgendwas, sodass sie auch eure eigenen Männer verletzen. Nein, das ist eigentlich eine... Ich glaube, ich habe noch 8 gegen Ende, ne? 8 von 12. Das ist immerhin nicht schlecht, ne? Also ihr solltet das wirklich für euch nutzen, wenn ihr die Elefanten habt. Wir gucken uns mal kurz die Kills an. Oh, die Equites haben fast 400. Also muss ich sagen, da habe ich jetzt Wahnsinn. Fast 400. Da 300. Ja. Oh Mann, damit haben die ja doch die meisten Kills gemacht. Davor waren es in meinem zweiten Run die Elefanten, die mehr gemacht haben. Die Equites, hätte ich es nicht gedacht. Aber war jetzt wohl auch durch das Enemy Slaying am Ende. Ja, 2252 aufgestellt, 539 verloren und 2731 getötet. König Perseus hatte 300 wäre gut gewesen, 2742 verloren und 440 getötet. Ja, ihr seht, da waren hier auch diese Einheiten. Ich vermute einmal diese Sarissa-Kavallerie. Die war, wenn man mal so ganz am Anfang der Schlacht zurückdenkt, auf der linken Flanke vom Gegner, also auf meiner rechten, wenn ich jetzt geradeaus gehen würde. Und die haben mich eben nicht aufgedeckt, ja. Ebenso die Toreos-Speere, die sind ja alle dann gebrochen, ja, eben weil die Moral nicht mehr da war. Und da könnte man sehen, also das ist an für sich recht gut zu schaffen. 22 Minuten geht. Jo, ich hoffe mal, euch hat die Schlacht gefallen. Wenn ihr noch einen Vorschlag, wie gesagt, wisst ihr ja alles, habt einfach her damit. Ebenso wie natürlich weitere historische Schlachten. Jo, hätte ich echt nicht mit gerechnet jetzt auf Glorreich. Finde ich cool. Ja, hat mich sehr stark motiviert, wieder weiterzumachen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen und hören uns dann nächstes Mal wieder in einer nächsten Schlacht. Und ja, bis dahin sage ich mal ciao, euer Taya.